Laptop. Erster Einsatz des Jahres. Wir sind ein bisschen traurig darüber, weil letztes Jahr hatten wir zu dem Zeitpunkt, glaube ich, schon so 20 Einsätze. Aber wir hatten so eine lange Hochwassersaison. No way, dass wir da rein konnten. Da wären wir nur bei gestorben. Heute sind wir an einem besonderen Spot. Und zwar habt ihr uns jede Menge Mails auf Instagram geschickt. DMs von Bildern mit Fahrrädern, Rasenmäher, einem Pool, wo man sich fragt, wie kommt hier in den Pool rein? Und wir haben die Leiter vom Pool schon gesehen, die holen wir gleich raus. Und genau da machen wir uns heute ran, wir holen den ganzen Müll raus. Das Spezielle an dieser Stelle hier ist, es ist relativ flach, dafür ist die Strömung hoch. Das sind wir normalerweise nicht so gewohnt, weil unsere Gebiete wesentlich tiefer sind, wo wir unterwegs sind. Aber wir finden da schon eine Strategie, haben uns ein paar Sachen überlegt, wie wir das reißen. Am schlauesten wäre es eigentlich unter der Brücke anzufangen, weil wenn wir oben anfangen und aufwirbeln und dann unten weitermachen, sehen wir natürlich, haben wir keine Sicht mehr. Da müssten wir einmal vorher natürlich überall gucken, ob da Teichhühner sind. Und wenn da Teichhühner dran sind, dann muss das Gebiet halt ausgespart werden. Also die können wir nicht stören. Da müssen wir dann dementsprechend Abstand halten und da natürlich auch nicht reingehen. Dann werden wir noch eine Landgruppe haben, die an Landmüll sammelt. Das ist hier insbesondere das Gebiet so rechts und links von der Brücke. Seht ihr schon, wenn ihr oben, das sieht total bekackt aus. Mhm. Da hat irgendjemand Halogenröhren entsorgt. In der Luft ist es recht warm, aber im Wasser selber haben wir halt immer noch so 3-4 Grad. Also ich ziehe mir noch mal eine Eisweste drüber, um ein bisschen besser eingepackt zu sein. Und ja, also weniger wurde es leider noch nicht, dann müssen wir noch 2-3 Monate warten, denke ich. Früher ging das noch mit der GoPro der 5. Generation, die wäre relativ leicht, aber die 11er ist mittlerweile schon richtig schwer. Und wenn du dich viel bewegst, dann flutet die dir immer so ein bisschen die Maske. Da das Tauchgebiet heute überschaubar ist, ist das jetzt nicht unbedingt ein Sicherheitsrisiko, von daher geht das mal. Aber langfristig muss man sich mal überlegen, wie wir am besten die GoPros montieren. Also was ja heute die Besonderheit ist bei unserem Tauchgang, dass wir in so einem Seitenarm sind, wo eben die Strömung ein bisschen stärker ist. Und weil wir halt nicht den Grund beschädigen wollen, müssen wir halt an der Oberfläche bleiben und können nicht einfach uns mit den Flossen und den Füßen auf den Flussgrund stellen. Das Beste ist, dass sie noch haltbar ist. Das muss man eigentlich. Also können wir eigentlich gleich noch was Leckeres essen. Wo ist die Haltbarkeitsdatum? Hier. Ach, die sind ja von Mühlen. Oh Gott. Wer will? Wie ist das? Kann ich an dem Schleider schreiben? Ist noch gut. Naja. Findet man ja immer wieder gerne an Flüssen. Das ist deine? Die habe ich eben benutzt, ja. Cut. Hier waren wir jetzt noch nicht so oft. Beziehungsweise noch nie. Und hier unter der Brücke an der Robert-Koch-Straße ist auf jeden Fall richtig viel Müll zu finden. Und ich bin jetzt mal gespannt, wenn die Taucher ins Wasser gehen, was die noch so im Wasser finden. Ja. Aber am Ufer ist es auf jeden Fall schon sehr, sehr, sehr verdreckt. Petra, Cheforganisatorin. Ja. Heute mal. Wie läuft's heute? Wie läuft's gerade? Was passiert hier? Boah, also unten im Wasser ist gerade nur. Wir versuchen die Boje auszutangieren, so wo die genau hin muss. Die haben wir auf der anderen Seite der Brücke befestigt. Das ist eine wilde Konstruktion. Aber das ist eben genau dafür, dass die Taucher keinen Grundkontakt haben müssen, dass sie sich festhalten können, dass sie mal Pause machen können. Und eben an der Position, wo wir von hier das andere Seil runterschmeißen können und dann die ganzen Sachen hochheben können und sie sich währenddessen eben, wie gesagt, festhalten können. Noah hat jetzt das ausgecheckt, also es kann jetzt eigentlich losgehen. Cool. Und wir sind hier. Ich weiß nicht, wie wir das jetzt reinkriegen, aber er könnte es mal runterlassen. Ich gehe hier nur noch weg. Sieht aus wie ein Teil von der Baustelle. Oh, ist es dran?
Yo! Wow! Wie du die gesehen hast, war das. Ja. Ja, jetzt gleich fertig. Okay, jetzt können wir die Schnur nehmen. Die Muckis beim Alltag ein. Vor dem Training, nach dem Training. Anders. Laptop. Auf jeden Fall Corbicula Brütespot. Der ist top modern, oder? Mathis? Weißt du noch, wo wir drüber geredet haben, dass wir eigentlich einen guten Landtaucher-Rechner brauchen, um die ja. Kuppe zu schneiden? Ja. Ich hab ihn. Wie geil ist der denn? Guck mal, hier ist doch so eine Kugel. Denkst du, das ist so ein Ding für Kinder oder aus 1900 sonst nee. Was? Guck doch mal, ist eine vollwertige Tastatur. Da hat Steve Jobs in seiner Jugend drauf gearbeitet. Wie alt ist dieser Laptop und wie lange liegt der hier im Fluss? Ich glaube, das geben wir mal an die Community weiter, oder? Die Frage, ja, stimmt. Wenn das irgendjemand weiß. Es ist nicht mehr unsere Generation, sorry. Aber wann hat man die Dinger hier benutzt? Und der Lautstärkeregler ist auch noch so ein richtiger Schieber. Meinst du, das fällt das aus? Die haben sogar noch einen Druckpunkt, ein bisschen. Vielleicht auch mit geheimen Spionagedaten drauf. Wurde dann entsorgt. Stimmt. Also der Akku ist rausgefallen oder schon vorher rausgenommen worden. Das heißt, wir müssen uns nur diesen Akku nachkaufen.
Ich finde, die Strömung ist irgendwie so wie so ein ungebetener Gast, den man nicht eingeladen hat, der die ganze Zeit nervt. Aber ich finde es eigentlich ganz geil. Du legst dich so rein, schwimmst hier nur zur Seite und kommst direkt runter. Aber wenn du halt auf der Stelle bleiben willst, ist es halt nervig. Ja. Darf ich das werfen? Ja, ja. Mit Heimfahrt, Lara. Ja. Das war so hässlich. Ja. Das ist scheiße. Da haben wir doch... Und diese Halogenröhren. Mit also denen Flora gerade ankommt. Ich weiß nicht, welcher Vollidiot die reingeschmissen hat. Aber am Ufer lagen die schon. Das sind bestimmt jetzt mittlerweile 9 Stück. Krass. Unverständlich. Check ich gar nicht, wie man sowas machen kann. Diese Halogenröhren. Die waren ja schon da drin eigentlich. Halogen? Nein, also okay, und was ist an Halogen so schlecht? Also ich glaube, dass, also was die da in Gasen reinmachen, das wird sich wahrscheinlich, geht das in die Atmosphäre, aber die ganzen feinen Glassplitter natürlich, ich meine, hier sind echt viele Vögel unterwegs, deswegen halten wir auch so viel Abstand vor gewissen Uferzonen. Das ist natürlich scheiße. Die gründeln natürlich auch, Enten gerade, und wenn dann unten Enten? Alles von der Glassplitter liegt, ja. Ey, das war wie gerufen, oder? Ja, natürlich. Die haben wir mit Brot bezahlt. Nein, das war ein Spaß, füttert Enten nicht mit Brot. Nein. Macht man nicht. Nur mit Halogen. Das auch, auch nicht. Am besten gar nicht. Es gibt so Wildvögelfutter, das kann man kaufen, das ist ganz gut. So wir schweifen ab. Körnern. Ja, wir schweifen ab. Wir sollten, ich muss weitermachen. Okay. Aber die? Wir können eigentlich hier direkt weiter drehen. Ja, das ist uncut. Uncut. Ja, ich auch. Also nochmal zur Erklärung, hier ist ein besonders großer Müllhaufen gerade. 2 Straßenschilder und 1 Fahrrad. Und das wird jetzt geborgen. Das ist das? Ja. Okay, go. Die meinten eigentlich so, ja, nur noch ein Fahrrad, holen wir raus und dann... Ja, yeah, das sagen die immer. Das sagen die immer. Die sagen immer, eine Sache noch, dann kommen wir raus, aber das geht immer so weiter. Ja, ich bin mal gespannt, ob das jetzt wirklich das Letzte ist. Ehrlich gesagt, ich weiß nicht. Ein Pole Dance Struggle. Das richtig verrückt auf der anderen Seite wieder runtergehen. Petra, jetzt brauchst du nur noch so eine Trillerpfeife.
Und dann kannst du den anderen mal sagen, die sollen aus dem Wasser kommen. Oh Gott, das will ich nicht. Tore auch schon an Land. Noch nicht ausgezogen. Aber fertig, ne? Ja, fertig. Wie viel Kilo haben wir schon? Über 100 auf jeden Fall. Ja. Also, wir haben hier eine Liste, wo wir wiegen. Und aktuell haben wir nur zwei Kategorien. Einmal Kunststoff und hier oben Metall. Und dort unten drunter, das sind immer die Kilozahlen. Die werden jetzt alle einzeln notiert. Dann werden die am Ende natürlich zusammengerechnet. Und dann gibt es noch eine dritte Kategorie, die heißt Glas. Und manchmal gibt es noch eine vierte, so Rest, aber... Ja, die drei sind auf jeden Fall unsere großen, die wir natürlich für unsere Statistiken brauchen und ja, für uns selbst als Übersicht auch. Und eigentlich auch ganz gut für die, die den Müll abholen, wenn wir das schon so ein bisschen vorsortieren, dass sie dann zum Beispiel Glas natürlich viel schneller entsorgen können, als wenn wir jetzt alles gemischt in Tüten stecken würden. Hier hinter mir seht ihr ja mal den riesen Müllhaufen und insgesamt haben wir heute tatsächlich einen neuen Rekord aufgestellt, nämlich 431,45 Kilo. Und damit nochmal ungefähr 20 Kilo mehr als in Wetzlar. Genau. Geschätzt. Und er kriegt jetzt das Landtaucher. Wir, also so oft finden wir noch eine volle Flasche beim Mülltauchen. Und ich weiß halt nicht, warum die schon so ein bisschen leer ist. Ich glaube, das ist eigentlich kein gutes Zeichen mehr. Aber das hat sich auch nicht so dann. Also diesen Schätze. Du arbeitest am Krankenhaus, da bist du ein bisschen schneller an der Quelle.